Herzlich willkommen zu dieser Tour de Force durch drei Max-QDA-Methoden. In diesem Video möchte ich Ihnen nicht so sehr sozialwissenschaftliche Methoden vorstellen und überlegen, wie man sie mit Max-QDA umsetzen kann, sondern andersherum überlegen, welche sinnvollen Zugänge gibt es zur Verwendung von Max-QDA, welche Vor- und Nachteile, Grenzen und Möglichkeiten haben sie und an welchen Methoden kann man sich daran orientieren. Beginnen wir mit der ersten, der Zusammenfassung. Bei der Zusammenfassung stehen Segmentkommentare im Vordergrund. Hier können Sie Ihre Dokumente zum Beispiel mit Farbcodes kodieren, wie zum Beispiel Rot, Gelb oder Grün, und dabei schon Relevanzunterschiede in Ihren Daten festhalten. Hierbei schreiben Sie für jedes kodierte Segment ein Segmentkommentar, das eine kurze Paraphrase oder Zusammenfassung oder auch eine kurze Interpretation darstellen kann. Hierfür können Sie natürlich auch das Paraphrasentool von Max-QDA und die Paraphrasen-Kategorisieren-Funktion verwenden. Ich persönlich ziehe es vor, mit Farbcodes zu arbeiten, da Sie dabei bereits Relevanzunterschiede festhalten können. Anschließend an das farbliche Codieren und das Schreiben von Segmentkommentaren können Sie das Smart Coding Tool nutzen, um Ihren Farbcodes und all Ihren codierten Segmenten weitere induktive Codes zuzuschreiben. Das Smart Coding Tool wird grundsätzlich dazu verwendet, um Codes auszudifferenzieren. Hier können Sie all Ihre codierten Segmente sichten und jedem einzelnen Segment mindestens einen Code zuweisen. Das Ergebnis davon ist ein dann meist sehr deskriptives Codesystem, das gut beschreibt, welche Themen in Ihren Daten vorkommen. Als nächster Schritt lohnt es sich dann meist, zum Beispiel in der Übersicht der kodierten Segmente, pro Code Ihre verfassten Segmentkommentare anzusehen und zum Beispiel in den Code-Memos oder Code-Zusammenfassungen eine Zusammenfassung pro Code zu schreiben. Ziel ist dabei eine dichte inhaltliche Beschreibung, die wiedergibt, welche wichtigen Inhalte in Ihren Dokumenten pro Code vorkamen. Dieses Vorgehen ist jedoch sehr deskriptiv und erlaubt wenig tiefgreifende theoretische Erkenntnisse. Theoretische Erkenntnisse stehen im zweiten Zugang, im Mittelpunkt. Hier starten Sie etwas anders mit der Vergabe vieler induktiver Codes. Sie lesen also Ihre Texte durch und vergeben jedem für Sie relevanten Segment einen Code. Dieser Code ist meist sehr induktiv und basiert damit auf den Daten oder auch auf ein paar theoretischen Überlegungen zu diesen Daten. Sie arbeiten damit Stück für Stück Ihre Dokumente durch und beobachten, welche Codes Sie auffinden. Dabei steht es im Vordergrund, möglichst offen zu bleiben und Codes nicht mehrfach zu verwenden, sondern vor allem neue Konzepte zu identifizieren. Dieses Vorgehen orientiert sich sehr an der Grounded Theory, an dem Open Coding oder kann auch in die Nähe einer induktiven Kategorienbildung aus der Inhaltsanalyse nach Meyring gerückt werden. Hier haben Sie dann eine lange Liste an Codes, manchmal 50, 100, 150 einzelne verschiedene Codes, die Sie erst einmal ordnen müssen. Diese Ordnung können Sie mit dem Creative Coding Tool vornehmen. Das Creative Coding Tool erlaubt es Ihnen, auf einer visuellen Oberfläche Ihre Codes zu strukturieren und in ein System zu bringen. In diesem Zugang steht die Beziehung der Codes zueinander im Vordergrund. In welchem Verhältnis stehen sie? Welche Handlungslogiken lassen sich rekonstruieren? Welche Prozesslogiken treiben Ihr Feld an? Das Ergebnis ist dann meist eine modellhafte Darstellung Ihrer Daten, zum Beispiel in MaxMaps. Dieses Ergebnis ist theoretisch sehr gewinnbringend, es eignet sich jedoch gar nicht für eine quantitative Auswertung. Da Ihre Codes meist im Prozess erzeugt werden und Konsistenz in deren Anwendung nicht im Vordergrund steht, sollten Sie es vermeiden, hier quantitative Auswertungen vorzunehmen. Quantitative Auswertungen stehen beim dritten Zugang im Vordergrund. Bei dieser deduktiven Kategorienanwendung legen Sie Ihre Codes schon weitgehend von Anfang an fest. Hierbei definieren Sie einzelne Codes vorab,
zum Beispiel auf Basis der Literatur oder der Theorie. Dabei empfehle ich Ihnen, erstmal mit einer kleinen Zahl sehr genereller Codes zu arbeiten. Zum Beispiel nur mit 5 bis 8 Codes, die Sie relativ großflächig auf Ihre Daten anwenden. Hierbei schreiben Sie am besten Segmentkommentare für jedes dieser kodierten Segmente. Wenn Sie dann mit einem Code, zum Beispiel Handlungsstrategien, alle Handlungsstrategien in Ihrem Feld kodiert und mit Segmentkommentaren versehen haben, können Sie anschließend diese Kategorien in Subkategorien aufbrechen. Hierfür können Sie wieder das Smart Coding Tool nutzen. Mit dem Smart Coding Tool sehen Sie sich alle kodierten Segmente an, die Sie zum Beispiel als Handlungsstrategien identifiziert haben, und erzeugen Subkategorien vor allem auf Basis der Segmentkommentare. Dieser Zugang eignet sich besser für eine quantitative Auswertung, da Sie hier mit klaren Code-Definitionen arbeiten und durch den mehrfachen Arbeitsdurchgang sicherstellen können, dass sich in Ihren Codes keine kodierten Segmente finden, die da gar nicht hingehören. Hier macht auch eine Intercoder-Reliabilitätsprüfung, also die Überprüfung durch einen zweiten Codierer oder eine zweite Codiererin, am meisten Sinn. Dieses Verfahren orientiert sich an einer deduktiven Kategorienanwendung nach Meiring oder der inhaltlich strukturierenden Inhaltsanalyse nach Kukac. Wie gesagt, können Sie dies aber auch verwenden, um zum Beispiel das Codierparadigma aus der Grounded Theory anzuwenden. Ich hoffe, diese drei Zugänge haben Ihnen ein wenig vermitteln können, welche Möglichkeiten Sie in MaxCodeA haben und was für unterschiedliche methodische Zugänge und Strategien es so gibt. Ich hoffe, das hat Ihnen ein wenig geholfen. Sollten Sie noch weitere Fragen haben, freue ich mich auch sehr, falls Sie mich kontaktieren möchten.